Im Leben gibt es weltlichen Glanz, der an sich nicht schlecht ist. Aber ganz gleich, wer man ist, dieser Glanz verblasst auch wieder. Leben Sie Ihr Leben, um Gott zu ehren und sich selbst treu zu bleiben. Immer. Heute möchte ich darüber sprechen, ein glanzvolles Leben für Gott zu führen und was es heißt, dass Gottes Glanz in unserem Inneren ist. Heute möchte ich über die echte Freiheit sprechen, die vom Geist Gottes kommt. Das ist keine abstrakte Vorstellung. Es gibt einen Zwang, der entsteht, wo der Geist fehlt. Wenn man sich an seinen Ruf klammert, an Ansehen, an die Meinungen anderer, vielleicht auch ans eigene Aussehen, an Geld, an eine bestimmte Stellung in einem akademischen Umfeld oder auch eine Stellung bei einer christlichen Arbeit. Wenn diese Dinge zur Identität werden, anstatt dass man in erster Linie ein Kind Gottes ist, dann wird man zum Sklaven. Das Gegenteil davon ist der Geist Gottes. Der Geist der Gnade, der durch die Kreuzigung und Auferstehung Jesu gekommen ist. Wenn man die Hoffnung des Himmels im Herzen hat und in der Lage ist, sich von dem zu lösen, was andere Menschen von einem halten, was sie über einen sagen und wie sie einen sehen, dann erlangt man Freiheit. Heute möchte ich darüber sprechen, ein glanzvolles Leben für Gott zu führen und was es heißt, dass Gottes Glanz in unserem Inneren ist. Er selbst verleiht uns Glanz. Das heißt, wir müssen es nicht verbergen, wenn unser menschlicher Glanz verblasst. Im Leben gibt es weltlichen Glanz, der an sich nicht schlecht ist. Aber ganz gleich, wer man ist, dieser Glanz verblasst auch wieder. Eines der traurigsten Dinge, die man sehen kann, sind gewisse alte Filmstars. Vor einigen Wochen habe ich eine Umfrage unter unseren jüngeren Mitarbeitern gemacht, um zu sehen, ob ihnen die Namen einiger der ganz großen Berühmtheiten aus meiner Jugend etwas sagten. In vielen Fällen hatten sie noch nicht mal von ihnen gehört. Und das ist bloß eine extremere Variante von etwas, das uns allen widerfährt. Jeder Glanz verblasst auch wieder. Vielleicht haben sie ein blühendes Unternehmen aufgebaut. Vielleicht hatten sie eine eindrucksvolle akademische Laufbahn mit vielen Veröffentlichungen. Vielleicht waren sie tolle Eltern, aber jetzt sind ihre Kinder aus dem Haus. Oder sie hatten eine gute christliche Arbeit, die jetzt nicht mehr existiert. Es gibt dieses Verblassen, das wir alle durchmachen und was sehr schmerzhaft ist. Es ist sogar dann schmerzhaft, wenn man Christ ist und Jesus liebt und an die Bibel glaubt. Es ist schwer für Sie, es ist schwer für mich, wenn diese Dinge passieren. Aber ich glaube, dass die Bibel uns darauf hinweist, diesen verblassenden Glanz nicht zu verbergen. Denn unser größter Glanz sollte in Jesus Christus liegen, in dem, was er für die Welt erreicht hat und im Leben für ihn. Das ist ein Glanz, der nie vergeht. Darüber wollen wir heute sprechen. Es ist interessant. Vor vielen Jahren war ich in der Türkei auf einer Gruppenreise. Es war so etwas wie eine biblische Studienreise zu den Orten, an denen Paulus war. Das brachte uns zu einer Reihe archäologischer Orte außerhalb der Städte. Ich erinnere mich an eine alte römische Sporthalle, ein Gymnasium, von dem die Überreste eines Torbogens aus dem Boden herausragten. Ich ging dort entlang, der Boden war etwas schlammig und ich rutschte auf dem Schlamm aus. Und es war fast so, wie wenn man auf einem Küchenboden ausrutscht. Ich schaute nach unten und unter dem Schmutz lugte ein Mosaik aus der römischen Zeit hervor. Ich schnappte mir unseren Reisebegleiter und fing an, den Schlamm mit den Händen zu beseitigen. »Was ist das?«, fragte ich ihn. »Warum ist das mitten in einem Feld?« Er erwiderte, »Ach, das ist ein 2000 Jahre altes römisches Mosaik. So nach dem Motto, ist doch egal, keine große Sache. Mir blieb die Spucke weg. Wie? Das ist der Hammer!« Ich finde es unglaublich, dass immer noch so viel von der antiken Welt unter Schichten von Ruß und Schlamm liegt. Es kann natürlich sein, dass Archäologen es später wieder zugedeckt haben. Ich will auf Folgendes hinaus. Es ist bekannt, dass nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Holocaust viele Juden nach Israel zurückkehrten und damit auch viele Archäologen. Mit der Gründung des modernen Staates Israel kam auch die moderne Archäologie nach Israel. Dadurch gab es viele erstaunliche Entdeckungen. Eine meiner Lieblingsentdeckungen bei den Ausgrabungen in Israel hat mit dem Tempelberg zu tun. Wie Sie wahrscheinlich wissen, wurde der Tempel zerstört. Nun fand man bei den Ausgrabungen Überreste des Tempelfundaments. Bei den Teilen des Tempels, die auch früher sichtbar waren, erwartet man natürlich, dass die Steine kunstvoll gestaltet sind. Man erwartet Verzierungen und gut gemachte Dinge. Doch man stellte fest, dass auch die Steine des Fundaments, die nie dazu gedacht waren, dass man sie sah, die gleiche Sorgfalt, Detailfreude und Kunstfertigkeit aufwiesen.
Das heißt, es gab Steinmetze, die tausende Arbeitsstunden einsetzten. Heute würde diese Arbeitszeit zehntausende Dollar kosten, um diese Steine sorgsam zu gestalten, obwohl niemand diese Designarbeit jemals sehen würde. Die Mishnah, die rabbinische Lehre darüber ist, dass das antike Volk Gottes den Tempel nicht für Besucher baute, nicht für sich selbst oder für Touristen, sondern einzig und allein für den einen, nämlich für Gott. Die Bauarbeiter waren überzeugt, Gott sieht die verborgenen Teile des Tempels genauso wie die hellsten und sichtbarsten Teile. Darin steckt eine Lektion für uns. In den Augen der Welt mag das als eine Verschwendung von Zeit, Mühe und Geld erscheinen. Aber so sollten wir leben, dass wir wissen, Gott sieht selbst die verborgensten Aspekte unseres Lebens und wir wollen uns selbst treu bleiben. Vielleicht sind Sie kein Christ und wissen gar nicht, was ich damit meine. Man kann es auch so ausdrücken. Für Künstler kann das Erschaffen eines Kunstwerkes in sich schon etwas Besonderes sein. Nicht um Applaus zu ernten, nicht um damit Geld zu verdienen, selbst nicht damit es jemand anderes sieht, sondern einfach um etwas Wunderbares zu schaffen, als Selbstzweck. Das berührt den Punkt, auf den ich in unserem Leben für Gott hinaus will. Wir erlangen unglaubliche Freiheit, wenn wir im Geist leben, statt nach dem Gesetz. Wir erlangen unglaubliche Freiheit, wenn wir für Gott leben, statt für all diese Regeln oder ganz besonders, um Menschen zu gefallen oder irgendein religiöses Ansehen zu erlangen. Leben Sie Ihr Leben, um Gott zu ehren und sich selbst treu zu bleiben. Immer. Tappen Sie nicht in die Falle, Menschen gefallen zu wollen oder ein falscher 50er zu sein oder vorzuspielen, die Dinge seien perfekt, obwohl sie es nicht sind. Bringen Sie andere nicht dazu, sich in die gefälschte Version von Ihnen zu verlieben. Zeigen Sie anderen, wer Sie wirklich sind. Dann werden Sie nicht mehr so einsam sein. Dadurch gewinnen Sie die Freiheit, Sie selbst zu sein. Dann kann Gott Sie verwandeln und erlösen. Ist es nicht das, was Jesus uns gelehrt hat? Er hat gesagt, seid nicht wie die Heuchler, die in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und sich selbst beweihräuchern. Richtig? Sie sagen anderen, wie toll sie doch sind. Seid nicht wie sie, seid nicht wie die Heuchler. Richtig? Lebt lieber für den unsichtbaren Gott, so etwas in diese Richtung. Ich konnte das mal auswendig, aber heute ging es nicht so ganz aus dem Stegreif. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem befreundeten Pastor, der in einer Kirchengemeinde eine Lehrerrolle übernahm. Er sollte diese Rolle ungefähr 2 Jahre lang erfüllen und dann wollte der Hauptpastor, der diese große, einflussreiche Gemeinde gegründet hatte, abtreten und diesem Freund von mir die Leitungsrolle übergeben. Nun waren 8 Jahre vergangen und der Gründungspastor war immer noch nicht abgetreten. Ich fragte meinen Freund und seine Frau, solltet ihr nicht eigentlich die Leitung übernehmen? Er sagte darauf, nun, die Dinge ändern sich, das ist momentan der richtige Platz für uns. Dann sagte seine Frau etwas, was ich nicht zum letzten Mal hören sollte, und zwar, Gründungspastoren treten nicht ab, Gründungspastoren sterben nur. Erst dachte ich, das sei nur ein cleverer Spruch von ihr, aber wie ich mit der Zeit feststellte, ist das ein weit verbreiteter Spruch unter Pastoren. Es ist zum allgemein anerkannten Grundsatz geworden, dass wenn der Gründungspastor sagt, er will abtreten und die Leitung einem anderen übergeben, er zwar nicht vorsätzlich lügt, aber sich selbst anlügt. Er macht sich selbst etwas vor. Sehr häufig tun sich die Gründungspastoren großer Gemeinden schwer, damit loszulassen. Ich glaube, das passiert auch in der Wirtschaft. Wenn Firmengründer die Leitung der nächsten Generation übergeben müssen, fällt es ihnen oft sehr schwer, loszulassen. Das kann bei ganz vielem so sein. Es gibt viele gute Dinge, die uns einen gewissen Glanz bringen. Und wenn dieser Glanz dann zu verblassen beginnt, ist es schwer, loszulassen. Aber lassen Sie los, das wird schon. Und sehr häufig, wenn Gott uns diese verblassenden Dinge nimmt, diesen verblassenden Glanz, dann ersetzt er ihn mit etwas anderem, an dem man Freude hat und was interessant und sinnstiftend ist. Sehen Sie unterm Strich den gekreuzigten Jesus als Ihren größten Glanz an. Sehen Sie das, was Gott in Ihrem Herzen tut, als Ihren größten Glanz an. Sehen Sie die Jüngerschaft, ein Schüler von Jesus zu sein, als Ihren größten Erfolg an. Dann werden Sie dankbar sein. Das ist nämlich etwas, was Ihnen niemand wegnehmen kann. Und es ist etwas, das nie verblasst. Mehr noch, und ich will da ehrlich sein,
Andere Menschen halten es nicht für sonderlich gut, wenn wir auf eingebildete, arrogante, selbstverherrlichende Weise an Dingen festhalten, die wir lieber loslassen sollten. Niemand mag Angeber. Demut und Offenheit kommen viel besser an. Das ist etwas, was ich als Leiter lernen musste. Als unsicherer und junger Leiter ist man versucht, möglichst viel Stärke auszustrahlen. Eine starke Zuversicht. Doch das, was man selbst für starke Zuversicht hält, kommt sehr häufig als Arroganz rüber oder schafft eine ängstliche Atmosphäre. Menschen folgen lieber jemandem, der zwar stark und zuversichtlich ist, gleichzeitig aber auch offen und demütig. Da gibt es einen Unterschied. Wer als arrogant rüberkommt, schreckt andere ab. Ich meine, das wissen wir alle. Wir wissen das alle. Ich sprach mit meinem Team darüber und wir versuchten, das richtige Wort für so eine Person zu finden. Vielleicht sind Sie ein Wortschöpfer und Ihnen fällt etwas Passendes ein, um eine Person zu beschreiben, die arrogant ist und sich für wichtig hält. Wir versuchten es mit allen möglichen Begriffen, Großtuer, Wichtigtuer, aber nichts davon traf es so richtig. Dann kam Haven mir zu Hilfe. Sie war bei der Vorbereitung dabei und half uns, ein Wort auszudenken. Das Wort ist Pookie Booper. Ich weiß, Sie sagen jetzt, warum ein viersilbiges Wort. Aber ich finde es lustig, einen Namen für so jemanden zu haben, sodass man sagen kann, oh, was für ein Pookie Booper. Wollen Sie eine genaue Definition dieses Begriffs? Sie haben Glück. Sie brauchen nur 5 bis 10 Jahre warten, dann wird es im Wörterbuch stehen. Pookie Booper ist ein Nomen und bezeichnet eine Person mit einer Neigung zur Selbstverherrlichung. Ein eingebildeter Mensch, der eine buchstäblich wahnsinnig hohe Meinung von sich hat. Etwas geschieht im Leben, wenn man einen gewissen Grad an Erfolg erzielt. Ursprünglich mag dieser Erfolg durch Offenheit und Demut entstanden sein, gekoppelt mit einer gesunden Zuversicht. Aber etwas geschieht, wenn man auf ein Podest gehoben wird. Ich habe das bei vielen Leitern beobachtet. Es gibt einen Entwicklungsbogen, wo sie vom Pastor zum Pookie Booper werden. Sie werden vom Mitbegründer eines Unternehmens zum Pookie Booper. Oder sie fangen als große Lehrer an, aber dann erreichen sie an einer Universität irgendetwas Eindrucksvolles und dann werden sie gepookiebubt. Das ist die Verbform. Das ist die Dynamik. Deshalb finde ich es so wichtig, dagegen zu steuern. Das ist eine ganz praktische Weisheit. Menschen reagieren besser auf Offenheit. Und nebenbei bemerkt, man findet Freiheit, wenn einem klar wird, was für eine Last es ist, sich anderen gegenüber beweisen zu wollen. Was für eine Last es ist, vor seinen Mitmenschen Masken zu tragen. Natürlich müssen wir das alle bis zu einem gewissen Grad tun, oder? Ich meine, bei der Arbeit muss man eben professionell sein. Aber gegenüber unseren Freunden und in der Familie und der Kirche ist es etwas anderes. Gegenüber den Menschen, denen wir am nächsten stehen, müssen wir sein, wer wir wirklich sind. Sonst können wir nicht wirklich von ihnen geliebt werden, sondern wir fühlen uns einsam, selbst wenn wir Zeit mit ihnen verbringen. Sonst fühlen wir uns wie ein Sklave, weil wir uns beweisen müssen. Aus diesem Grund sind die sozialen Medien eigentlich antisozial. Es sind die antisozialen Medien. Kommen Sie mit mir einmal nach Korinth. Wir wollen aus diesem Abschnitt lesen. Das hier ist das antike Korinth. Der Screenshot stammt möglicherweise von dem Videospiel Assassin's Creed Odyssey. Bevor Sie mich geringschätzen, weil ich ein Fan von Videospielen bin, sollten Sie wissen, dass das Budget für dieses Spiel 500 Millionen Dollar betrug. Nur für dieses eine Spiel. Ich empfehle zwar nicht unbedingt, dieses Spiel zu spielen, weil man da Leute umbringen muss, aber historisch ist es durchaus wertvoll. In dem Spiel werden nämlich die antiken Städte, von denen wir in der Bibel lesen, zum Leben erweckt. Erst Rom und Athen und nun Korinth. Die Spieleentwickler haben mit Historikern zusammengearbeitet und mit Hilfe von Karten und der Topographie diese Städte nachgebildet, sodass man jetzt in einer virtuellen Realität durch diese antiken Städte gehen kann. Das ist schon eindrucksvoll. Dieser Screenshot kommt deshalb dem historischen Korinth sehr, sehr nahe. Das Erste, was einem dabei auffällt, ist, wie reich, sauber und schön alles aussieht. Das Gefühl, das dieses Bild in einem weckt, ist das gleiche Gefühl, das die meisten Besucher des damaligen Korinth gehabt haben müssten, als sie diese schöne, smaragdgrüne Stadt erblickten. Es ist einfach ein prächtiger Ort immenser Schönheit und großen Reichtums.
Es ist eine Hafenstadt. Sie liegt also direkt am Meer. Ein wunderbarer, wunderbarer Ort. Das ursprüngliche Korinth wurde zerstört von Julius Caesar, wenn ich mich recht erinnere. Oder nein, vielleicht war es Caesar, der sie wieder aufgebaut hat. Auf jeden Fall wurde sie zerstört und wieder aufgebaut. Und als sie wieder aufgebaut wurde, da wurde sie nicht als griechische Stadt aufgebaut, sondern als multikulturelle Stadt. Außerdem wimmelte es dort von befreiten Sklaven. Im Römischen Reich gab es aktive Sklaverei, die jedoch nicht auf Herkunft oder dergleichen basierte. Die Römer waren keine Rassisten. Sie versklavten alle gleichermaßen. Im Römischen Reich herrschte in dieser Hinsicht Chancengleichheit. Im Römischen Reich wurde man gewöhnlich entweder dadurch zum Sklaven, dass man Schulden nicht abbezahlen konnte, oder einen Krieg verlor. Die Kriegsgefangenen wurden als Sklaven verkauft. Sehr häufig konnten diese Sklaven aber ihre Zeit abarbeiten. Es war also oft keine lebenslange Strafe. Es mochten 5 oder auch 20 Jahre gewesen sein und manchmal auch lebenslang. Nun zogen viele der freigelassenen ehemaligen Sklaven, die entweder von ihren Herren freigelassen worden waren oder ihre Strafe abgearbeitet hatten, nach Korinth, um dort ein neues Leben aufzubauen. Das heißt, Korinth war eine starke Meritokratie. Es war eine Stadt, in der jeder einen Neustart versuchen konnte. Stellen Sie sich vor wie New York oder Hongkong. Eine bunte Mischung aus vielen Kulturen, Sprachen, Brauchtümern, Musik, Tanz. Es war eine Leistungsgesellschaft, wo jeder gegen den anderen kämpfte. Es dadurch aber auch unglaublichen Reichtum und Erfolg für viele fleißige und unternehmerische Leute gab. In dieser Gesellschaft gründet Paulus eine Kirchengemeinde, die unglaublich groß wird. Sie ist ein riesiger Erfolg. Aber es hat auch eine Kehrseite. Wer ein Pookie-Booper ist, der kennt das. Kennen Sie den Begriff Neureiche? Neureiche ist ein Begriff, über den Pookie-Booper viel reden. Neureiche sind Menschen, die nicht in reichen Verhältnissen aufgewachsen sind, dann aber plötzlich zu Geld kommen. Sie sind sich ihres Reichtums sehr bewusst und neigen deshalb dazu, damit zu protzen. Völlig übertrieben. Ich finde die ganze Sache albern. Wer Geld hat, der darf das zeigen, wenn er will, muss es aber nicht. Meinetwegen darf jeder das so machen, wie er will. Aber in der Stadt Korinth wurde diese Protzerei als etwas Gutes angesehen. Jeder zeigte so viel von seinem Reichtum, wie er konnte, und diese Einstellung machte sich dann auch in der Kirchengemeinde dort breit. Nun hörte Paulus davon, dass die Gemeinde in Korinth ihn peinlich fand. Ihnen war ihr Gründer peinlich, aus mehreren Gründen. Erstens war Paulus meist eher ärmlich und hatte nicht mal ein eigenes Zuhause. Er verdiente sein Geld größtenteils durch Handwerk. Als heutige Christen halten wir das für eine gute Sache, oder? Wir befürworten das. Aber in der damaligen Welt fanden die Leute das peinlich. Auch war Paulus nicht modebewusst und er war ein schlechter Redner, das bezeugt die Bibel selbst. Apollos war der große Redner, aber obwohl Paulus ein großer Denker war, langweilte er seine Zuhörer. Es gibt sogar eine Geschichte, wo er stundenlang predigt und seine Zuhörer derart langweilt, dass ein Mann auf einer Fensterbank einnickt, aus dem Fenster fällt und stirbt. Paulus geht zu ihm hinunter, weckt ihn von den Toten auf, wischt ihm den Staub ab und geht wieder ins Haus hinauf. Er schiebt sich seine Brille zurück und sagt: Fahren wir fort mit 3. Mose, wir lesen ab, Wollen Sie mal was Witziges hören? Wenn ich möchte, dass meine Kinder einschlafen, dann lese ich ihnen so vor. Es war einmal ein Eichhörnchen. So stelle ich mir Paulus als Redner vor. Das sind die Dinge, die für Paulus nachteilig waren, besonders in einer römischen Gesellschaft, wo die Redekunst als moralisches Gut galt. Genauso wie heute in Bezug auf viele Pastoren. Das bereitete Paulus also Probleme. Das Problem wurde so gravierend, dass, und jetzt hören Sie gut zu, die Korinther seine Qualifikationen wissen wollten. Was sind eigentlich deine Qualifikationen? Darf ich Ihnen was sagen? In der damaligen Welt waren die beiden Hauptqualifikationen für einen jüdischen Lehrer: erstens, hast du einen Rabbi als Mentor gehabt. Zweitens, wie angesehen war dieser Rabbi? Paulus' Mentor war Gamaliel. Selbst heute noch ist Gamaliel in orthodoxen Synagogen ein Begriff. Er war der berühmteste Rabbi in den Tagen von Paulus, Gamaliel. Er war ein Enkel von Hallel dem Älteren, ein glänzender, genialer Denker. Paulus' Qualifikation, ein Schüler von Gamaliel gewesen zu sein, war so, als wenn jemand mich nach meinen Qualifikationen fragen und ich antworten würde,
Ich habe 107 wissenschaftliche Abhandlungen als ordentlicher Professor an der Harvard-Universität veröffentlicht. Das waren so ungefähr seine Qualifikationen. Doch in diesem Brief erwähnt er nicht mal Gamaliel oder dass er, Paulus, immer noch als Pharisäer galt, als Experte des jüdischen Gesetzes, als Rabbi und Lehrer. Er erwähnt nichts davon. Stattdessen sagt er, ihr seid meine Qualifikation. Ihr! Schaut, was Gott in eurem Leben, in eurer Stadt getan hat, als ihr die gute Nachricht von Jesus angenommen habt. Ihr seid meine Qualifikation. Das klingt wie Jesus, als er sagt, dass man einen Menschen an seiner Frucht erkennt. Darf ich Ihnen was sagen? Wenn ich irgendetwas gelernt habe, dann, dass man einen Menschen nicht an seinen Diplomen erkennt. Man erkennt einen Menschen nicht an seinem Geld. Man erkennt einen Menschen nicht an seinem Auto. Man erkennt ihn an seiner Frucht. An der Frucht. Man erkennt, wenn Menschen voll von Gott und seiner Herrlichkeit sind, wenn sie die Frucht des Lebens tragen. Und das tun sie, und ich bin so stolz auf sie. Lassen Sie das nie los. Geben Sie das nicht auf, um Anerkennung und Ruhm von Menschen zu bekommen. Geben Sie das nicht auf, indem Sie Menschen gefallen wollen. Seien Sie die Person, zu der Gott Sie geschaffen hat, und lassen Sie alles andere los. In dieser Passage, die Hannah bereits so schön vorgelesen hat, bezieht Paulus sich auf Mose. Er sagt, dass Mose sein Gesicht verhüllte, um den Glanz Gottes zu verbergen. Wissen Sie, warum er darüber spricht? Wissen Sie, was er meint? Im zweiten Buch Mose steigt Mose, einer meiner Lieblingsfiguren in der Bibel, auf den Sinai, um das Gesetz von Gott zu empfangen. Allerdings steigt er nicht nur einmal auf den Berg, sondern viele Male. Beim ersten Mal strahlt sein Gesicht, ohne dass es ihm überhaupt bewusst ist. Als er dann vom Berg kommt und die Leute ihn sehen, bekommen sie einen gewaltigen Schreck. Um ihnen keine Angst zu machen, verhüllt er deshalb sein Gesicht mit einem Tuch, wie mit einem Brautschleier. Er verhüllt sein ganzes Gesicht, nicht nur den Mund. Alles wird verhüllt, damit das Licht nicht von seinem Gesicht strahlt. Das ist die ganze Geschichte, wenn wir nur 2. Mose lesen. Aber Paulus, ein Experte in der Tora, führt das weiter aus. Und das war möglicherweise eine damals übliche Sichtweise. Und zwar sagt er, dass Mose nach einiger Zeit den Schleier nicht mehr trug, um die Menschen vor seinem Glanz zu schützen, sondern um was zu verbergen. Kennen Sie die Bibelstelle? Um den verblassenden Glanz zu verbergen. Mit anderen Worten, wenn Mose nicht mehr auf dem Berg war, war der Glanz fast ganz verblasst. Aber er behielt trotzdem den Schleier auf und tat so, als wäre der Glanz immer noch blendend. Er verhüllte seinen verblassenden Glanz vor der Welt. Warum tat Mose das? Warum? Weil er ein allzu menschlicher Mensch war. Weil ich das auch tue, weil Sie das auch tun. So etwas tun wir. Wir erreichen irgendetwas Glänzendes, irgendetwas Eindrucksvolles. Aber wenn der Glanz dann verblasst, haben wir den Drang, es vor der Welt zu verbergen. So zu tun, als verblasse er nicht. Wir verschleiern den verblassenden Glanz. Doch das ist nicht der Weg von Jesus. Das ist nicht die Freiheit, die Gott verspricht. Gott verspricht uns etwas Besseres. Das werden wir besonders dann verstehen, wenn wir in den Himmel kommen. Dann werden wir sehen, was wahrer Glanz ist. Ein Glanz, der nicht wieder verblasst. Liebe Freunde, damit möchte ich Ihnen sagen, auch als praktische Weisheit, es ist unsinnig, verblassenden Glanz verschleiern zu wollen. Es hat viel Wert, sich den Tatsachen zu stellen und ehrlich mit seinem eigenen Leben umzugehen, damit Frieden zu schließen. Es bringt Freiheit zu erkennen, durch Jesus gibt es einen Glanz, der so viel größer ist als jeder Glanz, den ich durch irgendeine besondere Leistung erlangen kann. Ich habe diesen Glanz bereits von Geburt an. Ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Einen größeren Glanz gibt es nicht. Wussten Sie, dass Gott Sie genauso sehr liebt, wie er Jesus liebt? Gott, der Vater, liebt Sie genauso sehr wie Jesus. Das ist die Wahrheit. Aber es ist schon komisch, wenn man mal drüber nachdenkt, oder? Würde Gott Jesus mehr lieben als Sie, nicht genauso viel, dann hätte er ihn nicht gesandt, um für Sie zu sterben. Sehen Sie? Das wurde durch das Kreuz offensichtlich. Es zeigt uns, dass wir zwar sündig sind, Gott uns aber genauso sehr wertschätzt, wie er seinen Sohn Jesus Christus wertschätzt. Wenn wir das für uns persönlich annehmen, entsteht eine innere Freiheit, die auf der Gewissheit basiert, selbst als ich Gott so fern war, liebte er mich. Und er liebt mich immer noch. Er liebt auch Sie heute. Also erwidern Sie mit Ihrem Leben darauf.
Ich schließe mit folgendem Gedanken ab. Ich, Sie, wir alle sind immer der Versuchung ausgesetzt, einen Schleier zu tragen, uns zu verbergen. Das müssen wir manchmal tun, das ist Teil des Problems. Wir müssen es beispielsweise oft am Arbeitsplatz tun. Aber unter Freunden und in der Familie sollten wir diesen Schleier ablegen. Gewähren Sie Ihren Mitmenschen Einblick in das, was Sie durchmachen. Ich verspreche, Sie werden es an Ihnen schätzen. Die meisten werden es. Und wenn nicht, dann ist es vielleicht nicht gut, denjenigen als Freund zu haben. Aber Ihr Ehepartner wird es mit allergrößter Wahrscheinlichkeit zu schätzen wissen. Das ist etwas, was ich als Mann lernen musste. Das ist zwar eine Verallgemeinerung, aber viele Männer, zumindest Männer wie ich, sind von Natur aus nicht sehr offen. Ich erinnere mich, als ich noch zur Schule ging, da gab es dieses bildhübsche Mädel, eine wunderschöne Brünette namens Hannah Prisley, in die ich ganz lange verknallt war. Und ich erinnere mich noch sehr gut daran. Sie haben ja keine Vorstellung davon, was für eine heiße Nummer Hannah bei uns auf der Schule war. Wir lebten in der gleichen Stadt, gingen aber nicht auf die gleiche Schule. Aber ich hatte einen Freund, Vic, der auf eine weitere andere Schule ging als Hannah, und auch er wusste, wer Hannah Prisley war. Jeder in dieser großen Stadt schien zu wissen, wer Hannah war, weil wir durch das kirchliche Umfeld miteinander verbunden waren. Jedenfalls fragte ich ihn, wenn du die freie Wahl hättest, mit welchem Mädchen du zum Abschlussball gehst, wen würdest du wählen? Er fragte zurück, meinst du nur die Mädels von meiner Schule oder jede beliebige, selbst Filmstars? Ich sagte, jede beliebige. Er meinte, Hannah Prisley. Ich auch, Hannah Prisley. Wir kannten sie allerdings nur ein bisschen. Nebenbei bemerkt, sie mag es nicht, wenn ich solche Sachen sage. Das macht sie verlegen, was einen Teil ihres Charmes ausmacht. Und ich weiß noch, auf dem College, ich war schon seit ungefähr 5 Jahren total in sie verknallt, wie jeder andere in der Stadt, und ich erinnere mich noch an eine Missionsreise mit ihr. Da gab es einen sehr gut aussehenden Typen mit einem Waschbrettbauch. Wenn Hannah mit ihm sprach, strich sie so über ihre Haare und, ach, ich scherze nur, wir waren zu dem Zeitpunkt ja noch kein Paar. Ich weiß noch, wie ich diesen Typen ansah und dachte, Mann, der trägt aber dick auf. Ich empfand ihn als Konkurrenten und dann zählte ich in meinem Kopf, diesen Typen nicht mit eingeschlossen, wie viele Kerle ich kannte, die mir persönlich erzählt hatten, dass sie in Hannah verknallt waren. Ich zählte und kam auf 13. Ich persönlich kannte 13 Kerle, die total auf Hannah standen. Das ist der Fluch der Schönheit, armes Mädel. Arme Hannah, lass uns für Hannah beten, mit Schönheit bestraft, die liebe arme Frau. Das ist aber wirklich eine wahre Geschichte, das ist wahr. Sie tat mir tatsächlich etwas leid dafür, dass sie so hübsch war. Ich habe ja selbst 4 Schwestern. Schließlich sagte ich mir, sie ist eine unerreichbare Schönheit, die ich nie für mich haben kann. Also will ich mich einfach nur mit ihr anfreunden. Sie braucht einen Kerl, der einfach ein Freund ist. Und ich möchte ihr ja ein Freund sein. Und wissen Sie, was so witzig ist? Vorher, wann immer ich Hannah sah, versuchte ich, den ganz coolen raushängen zu lassen. Leider stand sie da überhaupt nicht drauf. Auch das ist eine wahre Geschichte. Ich könnte das jetzt noch ewig ausführen. Nur noch eine Begebenheit. Einmal waren wir bei ihr zu Hause, weil ich mit einem ihrer Brüder befreundet war. Und in dem verfänglichen Geplauder fragte Hannah mich, wie viel Gewicht ich beim Bankdrücken schaffen würde. Ich war zu der Zeit 15 oder 16. Sie fragte mich, wie viel ich drücken konnte, und ich wusste nicht mal, was das überhaupt bedeutet. Also sagte ich, oh, einiges. Ich meine, nicht so viel wie ein Footballspieler, aber ich kann ganz gut mithalten. Sie, oh, cool, cool. Und kein Witz, kurz darauf fing ich mit dem Krafttraining an. Bis heute mache ich immer noch Krafttraining, weil ich damals damit anfing. Ich tat all diese Dinge, um in gewisser Weise so zu tun, jemand zu sein, der ich nicht war, damit ich dieses Mädel für mich gewinnen konnte. Aber sie stand nicht auf mich, bis ich damit aufhörte. An dem Tag, an dem ich aufgab und mir sagte, ich will einfach ihr Freund sein, ich will einfach wie ein Bruder zu ihr sein, da gewann ich sie. Wer hätte das gedacht? Mehr war nicht nötig. Ich musste einfach der ganz normale Bobby sein, statt eines obercoolen Bobbys. Und ganz ehrlich, das hat sich wirklich so zugetragen. Und ich bin so froh, dass meine Frau sich in mein wirkliches Ich verliebt hat, nicht in ein vorgespieltes Ich. Und ich bin so froh, dass ich auch heute, 22 Jahre später, ihr nichts vorspielen muss. Intuitiv wissen wir das alles.
Wenn wir Freunde haben können, bedeutungsvolle Beziehungen, bei denen Menschen uns so lieben, wie wir wirklich sind, mit all unseren Mängeln und schweren Tagen, unseren unvollendeten Symphonien und Kämpfen, wenn sie uns weiter lieben, ist das ganz wertvoll. Und das nennt die Bibel Freiheit. Dort, wo der Geist des Herrn ist, herrscht Freiheit. Denn wenn man den Geist des Herrn empfängt, muss man anderen eigentlich nichts mehr beweisen. Man muss nichts mehr beweisen, was den Glauben betrifft. Man muss nichts mehr beweisen, was das Aussehen betrifft. Man muss nichts mehr mit seinem Beruf, mit seinem Geld, mit seinen Leistungen beweisen, weil man sich vom Herrn geschätzt und geliebt weiß. Dann ist man frei, liebe Freunde. Sie sind frei, die Person zu sein, als die Gott sie geschaffen hat. Tun Sie einfach Ihr Bestes und vergessen Sie den Rest. Amen. Do your best and forget the rest. Lassen Sie den Rest los und gewinnen Sie die Freiheit, die aus dem Wissen kommt, dass Gott Sie schon liebte, bevor Sie ihn überhaupt kannten. Dafür bin ich dankbar. Lassen Sie uns beten. Vater, wir vertrauen dir unser Leben an. Stehe uns bei, Jesus, und hilf uns zu sehen, dass unser Wert nicht in unseren Leistungen oder unserem sozialen Stand liegt oder in unserem Geld oder irgendetwas dergleichen, sondern in dir. Danke für die Freiheit, die durch das Auferstehungsleben von Jesus in uns kommt. Wir danken dir. Wir beten im Namen von Jesus. Und alle sagen Amen. Liebe Freundin, lieber Freund, es war eine Freude, heute gemeinsam mit Ihnen Gottesdienst zu feiern. Bobby Schuller sprach heute über das Thema Verankert in Gott, Siege. Wenn Sie sich mit Ihrem Ruf, Ihrem Prestige, der Meinung anderer oder Ihrem Aussehen auseinandersetzen und diese Dinge zu dem werden, was Sie sind, anstatt ein Kind Gottes zu sein, sind Sie ein Sklave und nicht frei in Ihrem Handeln. Wenn Sie diese Dinge loslassen, erlangen Sie Freiheit. Leben Sie Ihr Leben, um Gott zu ehren, und seien Sie sich selbst treu. Seien Sie frei davon, sich anderen beweisen zu müssen. Seien Sie frei, die Person zu sein, zu der Gott Sie berufen hat. Falls Sie Fragen zu diesem Thema haben, zögern Sie bitte nicht, sich bei uns zu melden. Wir sind hier, um Sie zu unterstützen. Es ist wunderbar, dass Sie zur Familie von Hour of Power gehören. Wenn dies Ihr erster Besuch bei Hour of Power war, lassen Sie uns das gerne wissen. Wir möchten Ihnen eine DVD oder eine Audio-CD des heutigen Gottesdienstes zukommen lassen, damit Sie das Erlebnis des inspirierenden Themas Verankert in Gott, Siege noch einmal genießen können. Und wir freuen uns darauf, von Ihnen zu hören.